Moin meine Lieben, ich grüße euch. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Kurzes Update. Hector und Ljubicic sind heute wieder ins Training eingestiegen. Die scheinen wohl wieder fit und gesund zu sein, zumindest dass sie trainieren können. Baumgart sagte aber auch, warten wir mal ab, wie das in 2, 3 Tagen aussieht, ob sie bei Kräften bleiben. Aber denken wir mal da positiv, dass das klappt, sodass sie dann Sonntag wieder mit im Kader sind und in der ersten Elf. Ja, Diagnose zu Skiri ist offiziell Bruch des oder im Wadenbeinköpfchen. Keine Ahnung, habe ich erstmal gegoogelt. Alles klar, 6 Monate Ausfall, Absteiger Nummer 1, das war's. Saison ist gelaufen. Können das Buch zumachen, ich kann die Kappe ablegen. Ne? So schlimm ist es nicht. Also es ist wohl ein Bruch im Wadenbeinköpfchen, aber wohl eine leichte, einfache Variante, wie auch immer. Skiri befindet sich seit heute auch im Reha-Programm. Man denkt, rechnet, schaut in die Glaskugel. Es soll wohl sich bis Mitte November hinziehen. Also jetzt noch mindestens einen Monat, wo er uns fehlen wird. Vermeintlich, keine Ahnung. Ist natürlich alles ungeil. Aber gut, hätte auch viel schlimmer kommen können. Ne? 6 Monate und so weiter. Jetzt ist es, wie es ist. Ja, Niklas Hauptmann und Sebastian Andersen haben sich für heute aber per Erkältung krank abgemeldet. Also Andersen hat wohl irgendwie, weiß ich nicht, mit Hector oder Ljubicic. gute Besserung an die Jungs. Schön, dass die anderen Jungs wieder dabei sind. Aktuell läuft das Rückspiel Genk gegen Köln von der U19 von Stefan Rutenbeck. Steht 1-1, Hinspiel hat Köln 4-2 verloren. Köln muss 3-1 gewinnen, dann geht es wohl in die Verlängerung oder was. Auswärtstorregel gibt es da nicht mehr. Also drückt den Jungs die Daumen, dass sie das irgendwie packen. Ja, ansonsten gibt es eigentlich nichts. Oder habt ihr was? Ansonsten gerne in die Kommentare. Meldet euch, ich freue mich. Macht's gut, schönen Abend. Tschüss.